Was für eine tolle Idee, das wollen wir nochmal festhalten. Wir haben hier die Möglichkeit, Sachen wegzuschließen, den kleinen Schlüssel abzuziehen, mitzunehmen. Anschließend packe ich den Schlüssel wieder rein, hole meine Sachen raus und ist der Schlüssel dran. Besser wäre natürlich, so wie das in der Türkei war, dass man da einen Code dran macht. Auch da gibt es die Möglichkeit, wieder die Tasse vorher heiß auszuspülen, dass sie schön heiß ist. Dann kommt ein schöner heißer Kaffee raus. Und diese Damen, die hier also sind, zwei. Und die haben bestimmt jetzt 100 Leute bedient. Das war ein Wow. Also es hat mich geflasht. Das gibt ein absolutes Go. Das hat mir viel Freude gemacht, hier zu sein und das zu beobachten. So, ich bin aber noch mit der Lounge nicht fertig. Wir wollen uns jetzt mal einzelne Details angucken. Jetzt ist es ein bisschen leerer. Jetzt können wir mal schauen, wie sind die Sitze, wie sind sozusagen, wie ist das optische Gestaltungsbild dieser Lounge. Und da freue ich mich jetzt drauf. Spaß haben in der Aegean Lounge in Athen in Sparta. Das mit dem Sparta finde ich einfach toll, deswegen sage ich das immer. Ich finde diese Vorstellung einfach klasse. Ich habe mir also die Lounge angesehen, muss sagen, insgesamt ist das eine sehr schöne Lounge. Die ist sehr offen, man kann raus, gucken auf die Berge. Heute regnet es, kann man nicht so viel sehen, aber wenn die Sonne scheint, ist es ein Traum, ein echtes Träumchen. Die Mitarbeiter, habe ich gesagt, sind fantastisch. Der Eingang macht einen guten Eindruck, man kommt rein, freundliches Hallo. Man geht also dahin, man gibt sein Ticket und schon kann man da reingehen. Die Auswahl, ich habe jetzt das Frühstück getestet. Das Mittagessen und das Abendessen wird wahrscheinlich genauso üppig sein. Das wird also ganz klassisch. Wird also auch ausgerufen, guck mal, das ist auch interessant. Das heißt also auch hier in dieser Lounge macht man sich die Mühe, dass man also ausruft und sagt, hier könnt ihr jetzt zu eurem Flug gehen. Das finde ich toll. Das ist bei der Lufthansa Lounge nämlich genauso. Also dieser Service, der findet hier statt und das ist ein Go. So, wir kommen zum Frühstück. Ich wollte ja erzählen, also die haben auch ein Mittagessen hier, die haben auch ein Abendessen hier und das ist, ich glaube, von der Üppigkeit nicht weniger, sondern das wird genauso sein, das ist griechische Gastfreundschaft, die hier zelebriert wird. Ich muss sagen, für eine Star Alliance Lounge, ihr hört, die Stimmung ist so gut hier. Also es ist wirklich eine tolle Stimmung auch in der Lounge. Hier sind die Menschen entspannt, sie bedienen sich, sie trinken, sie sprechen, sie haben Spaß miteinander. Es ist wirklich eine große Freude und ich muss sagen, auch mir hat es Freude gemacht. Die Aegean Lounge mit dieser Fluggesellschaft, Aegean bin ich ja noch gar nicht geflogen, die Lounge habe ich jetzt schon besucht, das heißt, der Ron wird auch irgendwann in diesen Flieger steigen, weil das macht neugierig auf diesen Flug und da bin ich natürlich gespannt, wie ich den Flug dann dort erleben werde. Wir haben das Frühstück, ich habe euch das gezeigt, wie üppig das ist, wie groß das ist. Dieses wird nochmal ausgerufen, finde ich also toll. Fangen wir doch mal mit den wichtigen Sachen an, nämlich mit den Joghurts. Also ich finde, Joghurt in einer Lounge in solcher Üppigkeit ist was Tolles. Und ich meine, ihr wisst ja, ich bin verwöhnt durchs First Class Terminal, auch da haben wir verschiedene Joghurt, Quarkanrichtungen, Früchte. Das ist super, aber hier in einer Business Lounge, diese Vielfalt zu erreichen und zu finden, das ist wirklich. Also das ist so ein klassischer Quark-Joghurt, der eher so zum Quark hingeht. Den gibt es dann auch mit süßen Kirschen und dadurch immer sehr süß. Also ihr müsst immer dran denken, es ist alles sehr süß. Dann dieses Obst, ja, also das ist. Das ist eine Kiwi, das ist eine Melone, eine Wassermelone und eine Honigmelone und das ist eine Orange und es ist sogar noch ein Stück Basilikum dabei. Also von der Seite finde ich das also schon mal als gelungen. Jetzt will ich, weil wir schon beim Obst sind, mal diese Fruchtdinger probieren, weil ob die nur süß sind oder ob die vielleicht wirklich sogar... Nee, reines Zuckerwasser.
Das hier ist so ein Smoothie. Ein Erdbeer-Smoothie. Der geht allerdings. Könnten noch ein paar mehr Erdbeeren drin gewesen sein. Da haben sie noch was anderes dazu gepackt. Ein bisschen mehr Wasser. Orangensaft auch nicht frisch. Nee, ist kein frischer Orangensaft. Aber der ist okay. Was haben wir hier? 100%. Ah, das sind diese... Ah, wie heißen sie noch? Diese roten Früchte, die auch... Ich würde sagen, fast Vogelbeeren. Das ist Pomegranate. Granatapfel. 100% Granatapfel. Dafür ist er ein bisschen süß, wenn er wirklich 100% ist. Aber kann ja sein, dass es ein sehr gut gereifter Granatapfel ist. Ich habe noch den Joghurt hier mit Honig. Da schauen wir mal kurz drauf und rein. Na. Oh ja, schön gemacht. Das ist dieser klassische, das kennen wir ja auch von dieser bekannten Marke, nicht Schröder. Ne? Das wird ein typisch industriell hergestellter Joghurt mit Honig. Also ganz klassisch. Überhaupt keine Frage. Weil das fand ich nochmal interessant, das wollte ich ja nochmal. Diese Geschichte hier, das war so ein richtiger Creme Brûlée Pudding. Ah ja, das ist wirklich Creme Brûlée. Das ist wirklich so eine... Sehr interessant, sehr lecker. Werde ich mir alles gleich zu Gemüte führen. Ich will jetzt erstmal für euch so einen Schnelltest das durchmachen, damit ihr wisst, was sozusagen hier alles an Möglichkeiten da ist. Und ich genieße das dann in aller Ruhe. So, wir haben hier solche Kringelbrötchen, ja, die sind jetzt hier mit so einem Schinken und so einer Creme belegt. Das ist sehr nett. Und was ich toll finde, also wirklich, das sind diese Cookies. Guck mal, die sind noch ganz weich. Also das heißt, die sind wirklich frisch. Mmh. Das ist toll. Die süßen Sachen sind unter anderem sowieso ganz toll. Auch dieser Cookie hier, ja. Das ist fantastisch. Das ist ein sehr süßer, aber fein gemachter Cookie, cremig mit Schokoladenstückchen. Top. Da kann man nichts sagen. Witzig ja auch dieser Espresso. Kapsel rein und fertig, ne? Leute bedienen sich en masse. Jeder fühlt sich wie ein Barista. Also ich sage ja für solche Sachen, auch mal im Hotel, oh, das kann ich euch nicht zeigen, weil das schwer zu zeigen ist, ist gerade ein Regenbogen aufgegangen, könnt ihr euch ja vorstellen. Muss man jetzt nicht zeigen, Regenbogen weiß jeder, wie er aussieht. So, interessant ist nochmal dieses Ding hier, das ist ja so ein, wie so ein selbstgemachter Fitnessriegel. Das ist ein selbstgemachter Fitnessriegel. Schmeckt völlig anders als die hergestellten. Also industriell. Toll. So, beim Muffin gehe ich davon aus, es schmeckt wie ein Muffin. Und das hier ist sowieso, die Österreicher sagen, oder wir würden sagen, Quarkschnitte. Das ist so ein warmes Teilchen mit warmem Quark. Ich komme jetzt nicht auf den Fachnamen, aber fantastisch. Dann gibt es noch so eine Art Kuchen. Und Kuchen, Kuchen. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Das sind Schokokuchen. Also dieser Schokokuchen ist der Oberhammer. Diese zwei Kuchen, einmal hier mit einer Schokoglasur und einmal hier mit richtigem Schoko. Muss ich jetzt mal mit dieser dicken Creme probieren. Das ist... Da falle ich um. Also das ist natürlich eine Sünde, ja, aber jede Sünde wert. Auch hier ein frischer Kuchen. Also, mh.
Ich muss sagen, das ist ein Wow. Das hat eine Qualität, wo ich sage, da kommt fast jeder auf seine Kosten. Ein toller Besuch hier in der Aachen, in der Aachen Lounge. Sagen wir noch Aachen, Aachen Lounge. Ich mag ja gerne Granatapfel. Also ihr Lieben, wir sind ja mit einem Gesamtbild von dieser Lounge von absoluter Zufriedenheit. Ich würde sagen, auf der Skala von 1 bis 5 auf jeden Fall eine perfekte, gute, satte 2 würde ich dieser Lounge geben, weil eben die Atmosphäre, die Stimmigkeit, die Wohlfühlkeit, die Qualität der Speisen, das Catering fantastisch ist. Und zwar, ich sag mal jetzt nicht der Oberknaller, aber im Gegensatz zu vielen anderen Dingen wirklich großartig mit viel Genuss und mit viel, wie soll man das sagen, mit viel Freude. Hier kann man locker 2 Stunden verbringen, wenn man zum Beispiel morgens zum Frühstück kommt. Also ich sag mal, die machen hier Frühstück bis um 10 Uhr. Also das heißt, die sind noch voll dabei. Dann anschließend geht auch schon fast um 10:30, glaube ich, hier das Mittagessen los. Da kann man also sagen, man geht hier frühstücken, dann macht man ein bisschen Business, bleibt noch bis zum Mittagessen und dann setzt man sich in den Flieger und fliegt los. Hat mir Spaß gemacht. Diese Lounge bekommt von mir 2 Däumchen. Ich meine, was für eine tolle Idee, das wollen wir nochmal festhalten. Wir haben hier die Möglichkeit, Sachen wegzuschließen, den kleinen Schlüssel abzuziehen, mitzunehmen. Anschließend packe ich den Schlüssel wieder rein, hole meine Sachen raus und ist der Schlüssel dran. Besser wäre natürlich, so wie das in der Türkei war, dass man da einen Code dran macht. Eine Lounge, die dem Horn sehr viel Freude gemacht hat, die Spaß gemacht hat. Es war eine tolle Qualität da drin. Es ist ein freundliches, schönes Dasein. Also mir hat das viel Freude gemacht. Und jetzt in die Business Lounge von Lufthansa. Auch dort, wissen wir, ist die Qualität exzellent. Einer der besten Lufthansa Lounges, die es überhaupt gibt. Also, auf geht's. Die Lufthansa Business Lounge. Hinein!